Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich es nicht versäumen, besonders die Menschen auf der Besuchertribüne zu begrüßen, die von der Gesetzgebung besonders betroffen sind. Stellvertretend für alle Frau Suttner von Verdi und Frau Langhammer für den DGB und natürlich die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Personalräte aus den hessischen Dienststellen. Die regierungstragenden Fraktionen stellen mit dem vorgelegten Gesetz zum HPVG ihre Obrigkeitsgläubigkeit aus dem letzten Jahrhundert erneut unter den Beweis. Sie haben kein Interesse an Mitbestimmung der Beschäftigten, die diesen Namen auch nur ansatzweise verdient. Mitbestimmungsrechte bleiben in wesentlichen Teilen beschnitten und in fast allen Angelegenheiten, die die Beschäftigten betreffen, auf ein reines Anhörungs- und Mitwirkungsrecht begrenzt. Und dabei steht auch gerade der öffentliche Dienst vor so wichtigen Aufgaben, die eben nicht gegen, sondern nur mit den Beschäftigten zu regeln sind. Ich nenne als Stichworte die Aufgaben der Digitalisierung, neue Arbeitsformen und neue Arbeitszeitmodelle, die entwickelt werden müssen, die Herausforderungen, die sich durch den Fachkräftemangel ergeben, und auch die Modernisierung von Abläufen und Strukturen und neuen Aufgaben. All das sind Dinge, die Sie niemals erfolgreich top-down durchsetzen können. Wir brauchen in den Dienststellen einen Dialog. Wir brauchen die Erfahrung, und wir brauchen auch die Zustimmung der Beschäftigten, wenn wir die hessische Verwaltung fit machen wollen für die Herausforderungen, die vor uns liegen. Aber mit dem vorgelegten Gesetzentwurf machen Sie deutlich, dass Sie genau dieser Zukunftsaufgabe nicht gewachsen sind. Führung und Verantwortung basiert eben nicht nur auf dem Recht des Dienstherrn, sondern auf der gemeinsamen, ja, manchmal auch strittigen Diskussion um die besten Lösungen. Darauf kommt es im Wesentlichen an, wenn man einen Aushandlungsprozess führen will. Und dazu gehört aus Sicht der LINKEN eben auch, dass Personalräte gestärkt werden, anstatt sie weiter zu einem demokratischen Feigenblatt in den Dienststellen zu machen. Und deshalb brauchen wir, meine Damen und Herren, eine ausreichende Größe der Gremien und deren angemessenen Freistellung. Als LINKE haben wir dazu einen Änderungsantrag eingebracht, denn Mitbestimmung macht sich nicht von selbst, gerade wenn es um komplizierte Themen, um Digitalisierung und Strukturveränderung geht. Und dies gilt selbstverständlich auch für die Schulpersonalräte. Und von daher haben wir beantragt, die Anzahl der Freistellungsstunden für diese Zielgruppe zu verdoppeln. Denn während in den Dienststellenleitungen ganze Stäbe von Fachpersonal damit beschäftigt sind, die Expertise zusammenzutragen, sollen die Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten diese komplexen Materien quasi zwischen Tür und Angel in der Dienststelle bearbeiten. Und Sie wissen, und ich unterstelle sogar auch, Sie wollen, dass die bestehenden Regeln Konflikte in die Dienststelle trägt. Denn wenn Personalräte außerhalb der Freistellung, wie es im Gesetz heißt, im Rahmen der Erforderlichkeit tätig werden, dann geht es immer zulasten der Kolleginnen und Kollegen, die diese Fehlzeiten ausgleichen müssen. Und Abhilfe kann eben hier nur eine sachgerechte Freistellung bringen, aber den verweigern Sie sich beharrlich. Und Sie bleiben in Ihrem Gesetzentwurf und auch in all Ihren Änderungsanträgen bei den unsäglichen Beschränkungen der Kochschen Verwaltungsmodernisierung, einer Regelung, in der Hessen die Mitbestimmung im HPVG fast vollständig geschliffen hat. Selbst die vollkommen antiquierte Regelung des alten § 81 HPVG, in dem noch von neuer Verwaltungssteuerung die Rede war, taucht hier in diesem Gesetz auf. Sie haben sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, das Gesetz nach 25 Jahren vernünftig anzupassen, meine Damen und Herren. Sie belassen es dabei, dass die Mitbestimmung in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten mit nur einem einzigen Absatz zur Makulatur wird und zur Mitwirkung heruntergestuft wird. Dabei ist gerade hier die Mitbestimmung, die qualifizierte Mitbestimmung, so evident wichtig. Ja, meine Damen und Herren, die Landesregierung
traut den Dienststellen und den Personalräten ja noch nicht einmal zu, eigenständig dort Dienstvereinbarungen abzuschließen, wo es beide Seiten als sinnvoll erachten. Noch deutlicher kann man doch sein Misstrauen gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes nicht zum Ausdruck bringen. Ja, jetzt will ich ein Wort der Anerkennung finden. Wenigstens bei der Beteiligung der studentischen Hilfskräfte haben Sie sich ja ein wenig bewegt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber anstatt diese endlich als normale MitarbeiterInnen anzuerkennen, schaffen Sie hier ein Beteiligungsrecht zweiter Klasse. Einen Hilfskräfterat, wie Sie es nennen, einen Hilfskräfterat, der eben nicht dem Schutz des HPVG unterfällt und der auch keinen Anspruch auf Freistellung hat. Meine Damen und Herren, das ist eine schwarz-grüne Mogelpackung. Und wirklich unverschämt ist, das will ich an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich sagen, dass Sie jetzt zum zweiten Mal in diesem Verfahren in dieses Gesetz Dinge hineinschieben, so anders kann man es nicht sagen, hineinschieben, die vollkommen sachfremd sind. Ihre Änderungen zum HPVG, dafür müssten Sie eigentlich ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren starten. Und vor allem müssten Sie den Betroffenen die erforderlichen Beteiligungsrechte einräumen. Aber, meine Damen und Herren, Beteiligungsrechte, das ist eben etwas, da haben Sie es nicht so. Und Sie stellen genau das an dieser Stelle wieder und erneut unter Beweis. All das passt zu dem Bild Ihres Selbstverständnisses. Möglichst wenig Beteiligung, möglichst wenig Mitbestimmung. Es wird aber Zeit, dass wir diese Top-Down-Politik im Sinne der Beschäftigten im öffentlichen Dienst für Hessen endlich beenden. Es wird Zeit, ein HPVG so zu reformieren, dass es anschlussfähig ist an die Herausforderungen, vor denen der öffentliche Dienst steht, dass wir vernünftige Freistellungen bekommen, dass wir vernünftige Mitbestimmungsmöglichkeiten bekommen und dass selbstverständlich auch eine Einigungsstelle das letzte Wort hat und nicht jeden Beschluss oder jede Empfehlung, die ausgesprochen wird, von der obersten Dienststelle am Ende zur Makulatur gemacht werden kann. Das, meine Damen und Herren, ist eine Mogelpackung. Das ist nichts, worauf sich die Beschäftigten in Hessen verlassen können. Vielen Dank.